Eine Sache, mit der ich ja zu kämpfen habe, übrigens, gerade eben siehst du ja, wir filmen ja mit MFT-Kameras und ich würde sagen, so der Look der Unschärfe ist gar nicht so zu unterschätzen. Nichtsdestotrotz, ich habe immer irgendwie so ein Gefühl, dass viele, viele, viele Fotografen da draußen so dieses Wort mit der Brennweite gar nicht richtig nutzen und so wie du das gesagt hast, dass es eigentlich ein sehr missverständliches Wort ist. Beispiel, ich lese immer wieder 25 mm auf MFT. Ist gar nicht 50 mm, sondern ist weiterhin 25. Und ein 35 mm an Crop ist gar kein 50 mm, sondern ist weiterhin 35 mm. Es wird bloß rausgeschnitten. Aber ich habe das so gelernt, dass Brennweite eigentlich abhängig davon ist, was man sich wie wo rausnimmt und dass der Bildwinkel von einem 25 mm an der MFT genau dem Bildwinkel spricht von einem 50 mm an Vollformat. Oder? Also bei zwei Drittel habe ich so ein bisschen Aussetzer bekommen, aber ich glaube, wenn ich auf die Wo ersten. hast du Aussätze Ja, bekommen? das ist also keine. Also, das war schon schwierig, aber ich glaube, wenn ich auf die ersten zwei Drittel mal eingehe, dann Okay. kommen wir schon weiter. Also, erst einmal, ein 25 mm Objektiv ist ein 25 mm Objektiv. Und Richtig, das wird ja. es immer sein und immer bleiben, denn 25 mm ist eine physikalische Länge, die aufgrund der Linsen begründet ist. Und da ändert sich nichts dran. Also, ein 25er wird nicht deswegen, weil ich es auf einem kleineren Sensor verwende, zu einem 50er. Ist klar. Sondern, wenn ich mit einer Brennweite von 50 Millimetern einen Sensor belichte, der Kleinbildformat hat, dann ist der Bildwinkel, der dabei rauskommt, der, wie es das menschliche Auge hat. Das ist ein Normalobjektiv. Wenn ich jetzt, ich zeichne das mal an. Und zwar, ich habe hier ein Objektiv und an diesem Objektiv ändert sich gar nichts. Das ist klar, dieses physische Glas bleibt physisches Glas. Genau. Wobei die 25 mm sind ja auch kein eines Glas, was 25 mm ergibt, sondern es ist ja nur ein zusammenkumuliertes Ergebnis aus allen Gläsern so. Aber trotzdem ist es Ein fest. 25 oder ein Das 50. heißt, wenn ich jetzt hier einen Sensor habe, ich mache das jetzt mal ganz einfach, der Kleinbildgröße hat, dann macht das einen solchen Bildwinkel hier. Wenn ich da hinten jetzt den Sensor kleiner mache, hier, das wäre jetzt, machen wir mal richtig hier, das wäre Kleinbild. Das hier wäre jetzt APS. Dann sieht das nämlich schon anders aus. Hier. Das ist wie eine Schere. Die schließt sich, ja. Ja? Wenn die hinten weiter zugeht, geht sie vorne auch weiter zu. Und jetzt machen wir als letztes hier. Ja, MFT. Wunderbar. MFT ist so groß, dann ist der Bildwinkel, den ich vorne habe, so. Genau. Das führt dazu, Aber jetzt bei der ja, gleichen Linse. bei der gleichen Linse, Genau. genau. Das führt dazu, dass dieses 50 mm Objektiv bei Kleinbild Normalobjektiv ist, bei APS ein leichtes Teleobjektiv und bei MFT ein mittleres Teleobjektiv. Das führt dazu, dass ein 25 mm Objektiv bei Kleinbild ein starkes Weitwinkel wäre, bei APS ein mittleres Weitwinkel und bei MFT ein Normalobjektiv. Genau, aber 25 auf MFT entspricht dem Bildwinkel von 50 auf Kleinbild. Genau, und dass der Unterschied von deiner Frage zu deiner Frage vorher ist, dass du jetzt sagst, entspricht. Aber habe ich, glaube ich, Die vorhin auch Frage gesagt. vorher war, ich bin mir nicht ganz Ich habe, sicher. glaube ich, nicht Also, gesagt, das ist wie ein. Also ist wie, okay, es hätte vielleicht ein entspricht. 25er auf MFT ist. Ist wie ein 50 auf kleinem Bild. Ja, Und das es war ist. glaube ich, irgend sowas. Ist ein 50er oder hat 50, wird, nein, ein 25er auf MFT wird ein 50, wird zu 50 mm, egal Ja, was. Aber wir aber sehen ja die Verwirrung, die da drin genau, das ist steckt. ja der Das Punkt. ist. Ja.
Und das ist genau das Problem. Also die Brennweite bleibt immer gleich. Wenn du sagst, sie entspricht einem 50er in seiner Bildwirkung, in seinem Bildwinkel, dann stimmt es. Wobei man hier auch wieder unterscheiden muss, es entspricht dem Bildwinkel eines 50ers. Der Look ist ja natürlich anders. Ja, die Blende ist relativ. Es entspricht einer anderen Schärfentiefe. Ja. Ja. Und zwar bei MFT zwei Blenden geschlossen, APS-C eine Blende und Vollformat eben Faktor 0. Ja. Das ist schon ganz klar. Aber jetzt ist die entscheidende Frage. Kann man anhand des Bildwinkels irgendwie erkennen, ob mit einem 25 auf MFT, mit einem 35 auf APS-C oder mit einem 50 an Kleinbild fotografiert wurde? Bildwinkel dürfte doch hundertprozentig identisch sein. Und es dürfte auch nicht andere Verzerrungen oder sonst was, weil Verzerrung kommt ja mitunter auch über... Es geht um die räumliche Darstellung und die perspektivische räumliche Darstellung. Die räumliche Darstellung ist eine Konsequenz des Bildwinkels. Und wenn der genauso Bildwinkel, die Knubbelnase übrigens, die hat nichts mit Brennweite zu tun, sondern die hat was mit Bildwinkel zu tun. Ja. Theoretisch könnte ich auch mit einem 1000mm Objektiv eine Knubbelnase bekommen, ich krieg's halt bloß nicht hin. Nee, also, wenn ich hinten einen Film dran setze, der 1 Meter mal 2,50 Meter Größe hat, dann wird aus dem 1000er nämlich auch wieder ein Weitwinkel. Und dann habe ich wieder Knubbelnasen, obwohl 1000mm. Ja. Also die räumliche, die perspektivische Wirkung ist eine Frage des Bildwinkels und nicht eine Frage des Formats. Genau. Also, wenn man über MFT, APS-C, Kleinbild redet, dann redet man eigentlich nur über Unschärfe-Look, oder? Also Freistellung und Tiefenschärfe. Das ist nicht Unschärfe-Look, sondern... Also, die bezüglich der Perspektive, der Räumlichkeit. Perspektive, Bildwinkel bedeutet Räumlichkeit. Mhm. Etwas, was nach hinten geht, wird kleiner, weil dieser es kleiner wird. Dieser Zoom-Effekt aus den Filmen. Weil es kleiner wird, ist es weiter weg. Wenn etwas vorne ist, ist es größer. Ja. Und deswegen ist es näher da. Also räumliches Empfinden. Was das räumliche Empfinden angeht, spielt es keine Rolle, ob ich APS-C, MFT oder Kleinbild fotografiere. Oder Handy. In dem Moment, wo das Objektiv den Bildwinkel einer Normalbrennweite hat, habe ich eine normale räumliche Perspektive. Das, was du meinst, die Unschärfe, also die Schärfentiefe, das Maß, wo es nach hinten und nach vorne unscharf wird, mit denen ich räumlich freistellen das kann. Das verändert sich. Das verändert sich ganz massiv. Ja, um zwei Blenden. Ja. Ich meine, ich bin ja jetzt, wie gesagt, ein bisschen konservativer, ich bin ja ein bisschen älter. Also ich habe ja auch mit anderen Sensorformaten zu tun gehabt. Also das größte Sensorformat, mit dem ich fotografiert habe, war 24 x 30 cm. Das ist groß. Ja, nennt sich Planfilm. Ja. Auf einer Fachkamera. Und da ist es zum Beispiel so gewesen, dass die Schärfentiefe ja wirklich sehr gering war. Blende 11 war da freigestellt, ne? So ungefähr. Ja. Blende 16 war Offenblende oder so. Ja. Sie waren schon ein bisschen lichtstärker, die Objektive. Aber das ist ja interessant. Zum Beispiel gibt es ja auch dieses 24-105, was einzig, glaube ich, das meistverkaufteste Canon-Objektiv ist, nach dem Kit-Objektiv, glaube ich, sogar. Weil es mit dem Kit mit der 5D und 5D Mark III oder sowas verkauft wurde. Das ist eine Blende 4. Ja. Das heißt, wenn ich APS-C mit Blende 2.8 durchgängig habe, habe ich gar keinen Vorteil von Vollformat mehr. Also ja, die größeren Sensoren und es gibt noch ein paar andere Vorteile von Vollformat, aber von Look-technisch raube ich mir doch jeden Vorteil, wenn ich mit der Blende 4 dauernd rumlaufe. Also generell ist es so, je kleiner der Sensor ist, umso mehr muss ich in den Bereich der offenen Blenden gehen und damit kann ich das ausgleichen. Also wenn ich ein APS-C-Objektiv habe, das bei 2,8 beginnt und das aber auch ab 2,8 verwendbar ist, also es muss auch offenblendtauglich sein, das ist die Krux. Ich habe ja noch das Suico 50-150, glaube ich, war das, 2.0. 35-100-2.0. Ja. Mega geil. Das ist ja zu einem 2.8er an Vollformat nicht wirklich zu unterscheiden. Ja, das ist auch, ich meine, wie groß war das Objektiv? Was hast du gezahlt? Nächste Frage. Genau, aber dann sind wir bei dem Punkt. Es ist genau richtig. Ich brauche, wenn ich in die kleinen Formate gehe, höhere Lichtstärken. Aber teurer, wir haben den großen Vorteil, sie werden nicht teuer, sie befinden sich dann auf demselben Niveau. Also auch vom Aufwand, von der Größe her. Also dieses 2.0, 35 bis 100, das war von seinen gesamten Abmessungen und von seinem gesamten, auch vom Preis und vom Aufwand her, so wie ein 2.8, es ist so wie ein 2.8 LIS, 50-135 bei APS oder wie ein 2.8 70 bis 200 im Vollformat. Und wenn es dann offenblendtauglich ist, also man sieht, sie sind vergleichbar. Ich muss nur bei kleineren Sensoren mehr in die hohen Lichtstärken reingehen, um die ganze
Schärfentiefe, die zunehmende, zu kompensieren. Kann ja auch sein, dass ich es gar nicht brauche. Ich meine, bei MFT und bei APS-C ist halt schwieriger, den Weitwinkel zu bekommen, weil der natürlich dann sozusagen von unten aufgefressen wird. Also wenn man Vollformatobjektiv an APS-C oder an MFT verwendet, dann ist klar, dann benutzt man ja auch nur den inneren Bereich. Also damit wird natürlich erstmal viel vergeudet. Auf der anderen Seite verwendet man natürlich den sogenannten Sweet Point, also schon den Bereich innerhalb des Objektives, in dem die Leistung sehr gut ist. Denn meistens fallen die Objektive von der Qualität her in den Ecken ja ab, deutlich ab. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ein Vollformat-Objektiv muss natürlich nicht so hoch auflösen wie ein Objektiv für einen kleineren Sensor. Weil der Pixel-Pitch, also die Packungsdichte von den Pixeln bei kleineren Sensoren, der ist ja auch höher. Mhm. Und deswegen, also ein Objektiv für einen kleinen Sensor muss lichtstärker sein und es muss auch mehr Reserven bezüglich der Auflösung bieten. Okay, also ist es dann auch wieder genauso teuer wahrscheinlich zu produzieren, wie das Äquivalent auf das Vollformat wahrscheinlich? Ja, der Vorteil ist der, dass mit dem kleineren Format und der kleineren Brennweite die Linsendurchmesser, die man benötigt, viel, viel kleiner werden. Also damals die Großformatobjektive, das waren ja solche Glasserien. Und Glas ist Kohle. Glas ist teuer, Glas ist schwierig zu montieren und so weiter. Man muss sehr präzise werden. Und man kann bei kleineren Formaten die Objektive mit weniger Aufwand sehr gut korrigieren. Also kleinere Formate sind optisch besser zu korrigieren. Das ist ein ganz klarer Vorteil von kleinen Formaten. Okay. Was ist eigentlich schwieriger zu konstruieren? Kleine Objektive oder große Objektive? Kleinere Objektive. Kleine sind schwieriger zu konstruieren? Ja. Nee, Entschuldigung. Oh, das habe ich. Genau das Gegenteil. Große Objektive sind schwieriger zu konstruieren, ja. Kleine Objektive sind leichter zu konstruieren. Ich meine, das ist ein schönes Beispiel. Ich persönlich, ich mag die Zuiko Pro Objektive sehr gerne. Mhm. Die sind vergleichsweise groß dafür, wie klein eigentlich das Sensorformat ist. Aber die sind optisch sehr gut. Wobei Olympus hier den Vorteil hat, dass sie eben den kleinen Sensor hat. Weil der Sensor so klein ist, können diese Objektive bezahlbar so gut konstruiert werden. Wenn jetzt der Sensor größer wäre, dann würden diese Objektive enorm wachsen. Und ich wage zu bezweifeln, dass Olympus zu diesem Preis dann Objektive dieser Qualität liefern könnte. Die müssten deutlich tiefer in die Kasche greifen. Oder sie müssten das Qualitätsniveau absenken. Das ist auch wieder dieses Geben und Nehmen. Also der kleinere Sensor erlaubt bessere Objektive oder leistungsfähigere Objektive zu bauen. Dafür bezahle ich von den Reserven, was der Sensor leisten kann. Der große Sensor liefert mehr Reserven bezüglich des Bildsignals, aber die Objektive werden größer und werden damit teurer, werden schwerer und werden auch aufwendiger zu konstruieren. Also ist es im Endeffekt so, dass Kleinbild, APS-C, MFT, dass es einfach nur verschiedene Kamerasysteme sind, die, wenn man sie sogar richtig einsetzt und die richtigen Objektive hat, gar nicht so viel sich unterscheiden, wie man es immer denkt. Weil ich lese es in Foren immer so, dass wer nicht Vollformat hat oder Kleinbild, der ist sowieso kein richtiger Fotograf und nur die Anfängerkameras haben ja APS-C und die MFT-Leute, die müssen ja sowieso, die können gleich zu Hause bleiben, weil die haben ja nur so einen Mikrosensor. Mhm. Stimmt gar nicht so, wie das immer so formuliert wird. Sehe ich nicht so. Okay. Gut. Ich meine, hier steckt natürlich wahnsinnig viel Tradition drin. Ich meine, jeder ist natürlich, wir identifizieren uns natürlich auch mit dem, was wir kaufen. Ich meine, ich komme aus München, da gibt es ja auch teure Autos. Wie sich die Leute da mit ihren Autos identifizieren, die lassen andere Marken nicht gelten, weil sie auf ihre natürlich stolz sind. Das ist ja nachvollziehbar. Und wenn ich mit etwas groß geworden bin und damit arbeite und mich damit immer freue, dann ich wachse ja auch in die Philosophie und das Konzept von diesem System rein, dann ist was anderes für mich auch fremd. Ich kann das schon nachvollziehen. Aber zu sagen, Vollformat ist professionell und APS ist Amateur und MFT ist Kinderkram, das geht an der Realität vorbei.